Arena-Leiter-Time. Wir stehen vor Marinus. Marinus, genau, in der Weideburg Arena. Und da steht er auch schon. Marinus, der Arena-Leiter, Wellenbrecher Marinus, ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ich sehe ja, dass du verdammt viel Mut besitzt, wenn du versuchst, deine Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu besiegen. Joa, ich pack mal Tornupto vorne rein, was? Ja. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Ich wünsche dir einen guten Kampf. Wellenbrecher Marinus, anerkannte Trainer Jerome. Macht der Kackbratzen da schon wieder. Was ist denn das hier? Okay. Ach, man kann hier gar nicht lang. Das ist ja interessant. Man kann also nur auf dem blauen, also auf dem dunkelblauen laufen. Und dann muss man hier hoch. Und man muss einen Schalter drücken. Und dann löscht man... Ah, ein Wasserrätsel. Ah, ich verstehe. Oh, jetzt habe ich mich geflutet. Ich glaube, das war nicht so klug. Okay, Wasser nochmal runter. Und dann könnten wir scheinbar diesen Trainerkampf auch umgehen. Aber das ist was für Noobs. Oder kommen wir gleich zum Arena-Leiter? Naja, fast. Oh ja, oh, da gibt es einige Trainer. Das wird eine sehr interessante Folge, denn wir werden natürlich jeden Trainer machen. Denn trainieren ist wichtig. Ich habe nicht nur meinen Körper hier oben gestellt. Auch mein Pokémon und Geist wurden stärker. Ja, ich bin übrigens auch Stahl. Also, Xerox. Wird er jetzt mal ordentlich mit dem Stahl eins überziehen. Plansha Pascal setzt Wingull ein. Wingull bringen wir mal auf den Boden der Tatsachen mit einem Flügelschlag. Gleich mal den anderen Flügel rausgerissen. Bam! Und das war's auch schon für Wingull. Jawohl. Oh ja. Corazon. Das klingt irgendwie nach Sonne. Nein. Es sieht aus, als es. Nein, ich spaß mir jetzt. Genau. Corazon. Ist nicht sehr effektiv. Okay. Erdkräfte. Oh, Gott sei Dank nur normal. Dachte schon, das könnte jetzt sehr effektiv werden. Ja, Schlitzer machen wir, nachdem Flügelschlag gar nichts gebracht hat. Schlitzer genauso wenig. Dann. Dornkanone. Aua. Oh, das ist eine Attacke, die geht natürlich wieder öfters. Zweimal getroffen, das ist okay. Und dann kommt der Nachthieb. Der sollte klappen. Ein normaler Angriff und damit ist Corazon auch schon besiegt. Aber war schon deutlich stärker, das Vieh. Austos! Ja, cool. Austos haben wir auch noch nicht so gesehen. Auch Austos wird wahrscheinlich gegen meinen Flügelschlag nicht sehr anfällig sein. Das heißt, wir probieren sie auch nochmal auf Nachthieb. Macht aber auch nicht wirklich viel Schaden. Stachler ist uncool. Meine Pokémon werden jetzt permanent verletzt, egal welches Pokémon ich bringe. Ah, aber der Flügelschlag ist doch normal effektiv. Oh yeah, der coole Aurora-Strahl. Den sehen wir, glaube ich, auch zum ersten Mal in diesem Spiel. Er ist Gott sei Dank auch nicht sehr effektiv. Schutzschild, naja, toll. Schutzschild ist total dämlich. Er schützt dich selbst. Du wirst zwar definitiv nicht getroffen. Okay, das ist zum Beispiel so, nützlich bei Attacken wie Solarstrahl oder so, wo du dich erst aufladen musst oder fliegen. Aber ansonsten ist Schutzschild doch total dumm. Das zögert den Scheiß nur raus. Pelipper ist der nächste. Den haben wir ja selbst schon mal im Team gehabt, ganz kurz. Machen wir eben einen Nachthieb. Der zieht ja ganz gut was ab. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich mit dem Flügelschlag den Rest machen, aber irgendwie der Stachler, den Austos doch geworfen hat, der schadet mir irgendwie gar nicht so wirklich. Oh, und es hat es überlebt. Okay, das heißt, wir müssen noch einen Flügelschlag machen. Sehr interessant. Damit ist erst Pelipper besiegt und wir sind auf Level 67. Wir haben ein neues Pokémon in Höchstform. Yeah! Plansha Pascal. Wow, du bist vielleicht sogar noch stärker als unser Arenaleiter. Na, wenn das der erste Gegner schon rafft, dann wird das schon so sein. Also hier ist eine neue Ebene. Dann müssen wir hier weiter. Hier ist schon mal korrekt. Jetzt ist die Frage... Ach, hier kann man ja nichts drücken. Okay, dann müssen wir den drücken. Vorher werden wir aber kämpfen. Ich verfüge über die gewaltigen Kräfte des Wassers. Bilde dir nicht ein, dass du gewinnen kannst.
Ich bilde mir mal aber was ganz anderes ein hier. Und zwar, dass ich dich vernichten werde, Yuri. Aha, dieser komische, hässliche Fisch mit seinen 4 Zähnen oder 3 oder keine Ahnung was. Remoraid klingt irgendwie nach Remouladensauce. Wahrscheinlich schmeckst du gar nicht schlecht, wenn ich dich in Remoulade tunke. Naja, herausfinden werden wir das wahrscheinlich eher nicht. Mantirps. Ach, das ist dieses Mantivieh. Manti. Ja, Hauptsache du gehst drauf, gut. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch wieder nur mit den letzten Octillery. Okay. Octillery, ach, das ist dieser komische Octopus da. Ich glaube, dass eine Weiterentwicklung eigentlich ziemlich mächtig ist. Und auch hier reicht ein Flügelschlag nicht. Ampelleuchte, aha. Komische Attacke. Ach du Scheiße, sie verwirrt mich. Aber wir können den Flügelschlag trotzdem noch einsetzen. Das ist natürlich interessant. Immer die letzten zwei Gegner sind doch ziemlich stark. Und Level 56 kann ich eigentlich schon echt froh sein, dass ich so ein wahnsinnig starkes Team habe. Ansonsten hätten wir hier echt Probleme teilweise. Und jetzt werde ich Mashomai einsetzen, weil ich bin verwirrt. Das ist mir zu riskant. Ich will hier den Kampf nicht unnötig in die Länge ziehen. Und da kommt sein letztes Pokémon, Mantax. Nämlich, dass die Weiterentwicklung von dem Vieh, was wir halt... Von Mantis. Mantirps. Und der Faustschlag, der Wuchtschlag ist nicht effektiv. Aber verwirrt es selbst. Cool. Und es verliert sich auch noch selbst. Komm schon. Nein, es setzt Hydropumpe ein. Oh, weia. Ein sehr mächtiges Wasser-Pokémon. Das sogar unsere Mashomai echt krass viel abzieht. Wow. Über die Hälfte. Naja, gut, nur mit dem Volltreffer, aber trotzdem sehr stark. Und da hilft nur noch ein Kreuzhieb und Schluss ist. Jawohl, Mantax besiegt. Und damit haben wir Mashomai auch auf Level 67. Sehr gut. Das ist cool, wie gut wir... Und das Kind siegt trotzdem. Ich bin ganz und gar verblüfft. Das ist cool, wie wir unser Team einfach so trainieren, dass alle ungefähr auf dem gleichen Level sind. Also das gilt vor allem für diese vier hier. Das ist ja mein Hauptteam. Brutalanda haben wir ja nur dabei wegen den ganzen VMs. Alle vier, das ist so krass. Und Bisaflor haben wir dabei, um Pokémon zu fangen zum Einschläfern. Also die sind eigentlich gar nicht so wirklich in meinem Team. Diese beiden werden auch nicht in meinem Top-Team am Ende dabei sein. Ich gehe schwer davon aus, dass ich diese vier bis zum Ende behalten werde. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein Donner-Pokémon haben und wahrscheinlich noch ein Boden-Pokémon. Welches im Endeffekt sein werden, das werden wir sehen. Wir haben hier noch sehr, sehr viel vor in diesem Let's Play. Also müssen wir uns da keine übermäßigen Gedanken machen. So, jetzt haben wir hier irgendwas geflutet. Und kommen jetzt dann im Endeffekt wo weiter? Ach nee, da lassen wir das Wasser wieder runter. Aber wir müssen es doch fluten. Wir müssen ja hier das Ding halt nach oben drücken irgendwie. Also müssten wir... Wo geht's denn jetzt lang? Ah, wir können jetzt hier hoch. Da konnten wir gerade eben nicht hoch. Und da wartet auch schon der Seemann oder so. Ich bin um die ganze Welt gereist und habe überall Pokémon trainiert. Und in dieser Arena habe ich mich letztlich niedergelassen. Du kannst darauf wetten, dass dies eine schwere Arena ist. Also bisher macht die mir einen ganz starken Eindruck. Ja, das ist durchaus möglich. Matrose Merlin! Tentacha! Ja, cool, Tentacha. Aber Tentacha werde ich seinen Tentakel mal eben schön mit einem Flügelschlag wegreißen. Zack! Das dürfte es auch direkt mal nicht überleben. Nur zwei Pokémon, dann müsste das nächste aber schon echt mächtiges Teil sein. Aber gut, es ist... Ach, okay, Tentoxa mit... Welchem Level? 56? Nee, 58 sogar. 58 ist schon heftig. Und die Tentoxa sieht extrem cool aus in dieser Version. Gefällt mir gut. Und da kommt der Kreideschrei und ich bin... Verteidigung, glaube ich. Jawohl, Verteidigung sind da stark. Also ich glaube, wir könnten hier echt noch ein oder andere Probleme kriegen. Also ich traue dem Arenaleiter sogar zu, dass er zwei meiner Pokémon tötet. Grob geschätzt. Oh, oh, Hydropumpe. Naja gut, wenn wir jetzt natürlich... Oh, oh. Wenn wir natürlich jetzt nochmal heilen vor dem Kampf, dann wird es vielleicht nicht ganz so tragisch. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie stark im Endeffekt der Trainer ist, ob er viele Pokémon hat oder nur zwei starke.
Du bist so stark wie die stärksten Trainer, die ich kenne. Und was mich sehr gefällt, dass ich hier extrem viel Kohle kriege. Ich habe jetzt schon wieder 31.000, das ist gut, weil wir alles verprasst haben beim letzten Mal. So, jetzt müssen wir die nächste Arena füllen. Das heißt, der Weg führt uns jetzt da lang. Und dann sind wir wieder hier, aber jetzt können wir da weitergehen. Und da wartet das nächste Planscher-Mädchen auf uns. Oder vorhin war es ja ein Junge. Jetzt ist es wohl ein Mädchen. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Das kannst du wohl knicken. Planscher Marika mit 3 Pokémon. Oh, Turtok, okay. Krass. Oh, oh, Turtok traue ich jetzt sogar zu, dass er uns fertig macht. Turtok muss nur eine Hydro-Pumpe einsetzen und dann war's das. Ah, aber er setzt Nassschweif ein. Was macht diese Attacke? Sie tötet mich noch nicht. Ah, nach diesem Flügelschlag ist Turtok hoffentlich im Arsch und dann müssen wir definitiv das Pokémon wechseln. Oh, an sich haben wir auch nur 3, weil im Tornupto brauchen wir natürlich jetzt eher nicht einsetzen. Sumpex, keine Ahnung, was Sumpex ist, aber natürlich können wir auch mal mit Brutalanda kämpfen. Und das machen wir auch. Einfach mal, weil es cool ist. Mal sehen, was Brutalanda da so reißen wird. Okay, dich haben wir noch nie gesehen, Sumpex, definitiv nicht. Bedroher vermindert gleich mal den Angriff und wir haben ja nicht wirklich gute Attacken. Wir machen jetzt mal Auflockern. Ich glaube, die Attacke haben wir auch nur so noch nie gesehen, oder? Was genau macht sie denn? Fluchtwert senken. Okay, dann ist Auflockern ziemlich scheiße. Lehmbrühe schwächt jetzt nichts. Okay, nichts effektiv. Dann werden wir in... Ha, Idiot. Wir werden jetzt nämlich in die Luft fliegen. Und deswegen ist mir ziemlich egal, dass du gerade Schutzschild eingesetzt hast. Außer du machst es nochmal. Und jetzt sind wir dran und setzen Fliegen ein. Das war natürlich jetzt perfekt. Und es zieht... Oh, immerhin die Hälfte ab. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Bodycheck jetzt gegen Brutalanda. Ja, geht so, geht so. Ein Zerschneider und ein Zertrümmerer werden wahrscheinlich nicht reichen, aber wir machen es trotzdem. Wieder diese Schutzschild-Scheiße. Zertrümmerer, los. Es zieht sehr wenig ab, das war zu erwarten. Aber der Zerschneider müsste dann eigentlich... Oh, komm schon, Mann. Es bringt nichts. Es zögert den Kampf nur heraus. Das ist so dämlich. Alter. Bist doch echt bekloppt. Komm, Zerschneider. Jawohl. Geht durch. Zack. Und das war's für Sumpex. 2000 Erfahrungspunkte für Brutalanda. Und... Er setzt als nächstes Empoleon ein. Und wisst ihr, was ich da mache? Ich setze auch Empoleon ein. Zum ersten Mal steht uns ein Empoleon gegenüber. Guten Tag, Bruder Herz. Und ich werde dich mal sowas von töten mit einem Bohrschnabel. Okay, vielleicht jetzt nicht instant. Oh, es ist nicht mehr sehr effektiv. Scheiße. Ja, Whirlpool. Die Attacke hatte ich auch lange mal, bis wir sie gegen Hydro-Pumpe eingetauscht haben. Och, 4 KP, bist du süß. Weißt du was? Ich habe eine super Taktik gegen dich. So, das zieht natürlich schon mehr ab, weil sie nicht mehr elementarbedingt ist, die Attacke. Ich setze einmal die Hydro-Pumpe ein. Wow. Wasserdüse, okay. Ja, Hydro-Pumpe wird auch nicht sehr effektiv sein, aber ich würde dich hoffentlich auf die Hälfte runtersetzen. Wenn ich dann Lake einsetze, dann bist du definitiv im Arsch. Oh, es gilt sogar als normale Attacke. Nein, doch nicht. Habe ich mich verhört. Aber... wie geplant im gelben Bereich und jetzt setzt Lake halt ordentlich zu. Er hätte jetzt auch Lake setzen sollen, weil dann wäre ich vielleicht auch tot gewesen. Aber beim Duell Empoleon versus Empoleon wird Empoleon siegen. Oh, oh, es hat nicht gereicht. Aber es setzt wieder den dummen Whirlpool ein. Tja, sehr schlau ist es wohl nicht. Whirlpool gleich zweimal jetzt natürlich. Naja, es ist zwar knapp, aber im Endeffekt reicht's. Wir gehen auf Nummer sicher und setzen Lake ein. Und damit ist Empoleon dann auch down. Lustiger Kampf, ja. So, Marika, stöhn, du bist einfach zu stark. Das ist korrekt. Und sie gibt dann nur so ganz wenig Geld. Aha. Okay. Ja, dann laufen wir hier über die Brücke und nach der Brücke wartet der nächste Gegner auf uns. Den Rest der Arena sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Bleibt sauber und wie das geht, naja, mit so einem Wasserzeug, also so waschen und so, ne?